Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie mein Video ansehen. Heute geht es mal nicht darum, wie schön unsere Tresore sind, wie technisch fortgeschritten, wie sicher und wie die Tresortechnik funktioniert. Darüber habe ich ja schon eine Menge Videos gemacht. Heute geht es mal um was Rechtliches. Ich bin ja nicht nur Tresorprofi, ich mache das hier schon seit bald 40 Jahren. Ich habe auch meinen Abschluss in Jura gemacht und deswegen kann ich ein bestimmtes Gerichtsurteil ganz gut lesen. Es ist nämlich ein Gerichtsurteil, was viele Tresorbesitzer sehr, sehr beschäftigt. Jeder, der eine Waffenbesitzkarte hat, ist dazu verpflichtet, wenn er Waffen außerhalb von Vereinshäusern und Ähnlichem arbeitet, diese vorschriftsmäßig zu lagern. Da gibt es genaue rechtliche Vorschriften, die denen auch allen eigentlich bekannt sind. Da gibt es die allgemeine Waffenverordnung zum Beispiel. Die Regel, dass die Waffen in Tresoren von bestimmten Sicherheitsstufen gelagert werden müssen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie sind diese Tresore verschlossen? Viele sparen sich das Geld für ein Zahlenschloss und sind der Meinung, ach, so ein Schlüssel ist eigentlich auch eine ganz schöne Angelegenheit und haben schon sich damals einen Tresor mit Schlüssel gekauft. Viele haben schon uralte Tresore mit Schlüsseln, die sie meinetwegen vor der neuen gesetzlichen Regelung von 2017 gekauft haben und die auch Bestandsschutz haben. Auch die verschießen sie mit Schlüsseln. Ja, wohin mit diesen Schlüsseln? Und genau darum geht dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster von diesem Jahr. Was ist eigentlich passiert? Der Sachverhalt. Ein Jäger macht Urlaub, der Woche ist er weggefahren. Während dieser Woche wird bei ihm eingebrochen. Die Einbrecher sehen den Waffenschrank, der ist verschlossen. Sie sehen aber auch einen Möbeltresor, so ein 40-Kilo-Ding, doppelwandig mit seinem Kombinationsschloss. Den brechen sie auf. Und was finden sie in diesem Tresor? Sie finden die Schlüssel für den Waffentresor. Und sie gehen zum Waffentresor, schließen ihn auf, nehmen zwei Kurzwaffen mit und die Munition. Das ist der Sachverhalt. Aufgrund dessen aberkennt das Polizeipräsidium Duisburg diesem Jäger die Zuverlässigkeit und damit entzieht sie ihm auch die Waffenbesitzkarte. Das gefällt jemandem gar nicht, er ist Jäger, er kann nicht mehr jagen, hat keine Waffen, er klagt. Vor Verwaltungsgericht gibt man dem Polizeipräsidium Recht. Jawohl, die Entziehung der Waffenbesitzkarte ist zu Recht geschehen. Der Tresor sei nicht vorschriftsmäßig gewesen. Er hätte eben den neuen Rechtsvorschriften der allgemeinen Waffenverordnung entsprechen müssen. Er hätte zumindest die Sicherheitsstufe 0 oder 1 haben müssen. Das habe er nicht. Dadurch habe er sorgfaltspflichtig gehandelt. Er ist nicht zuverlässig, ihm ist die Waffenbesitzkarte zu entziehen. Der Mann geht in Berufung und landet damit vom Oberverwaltungsgericht. Er hat Glück, denn dieses Oberverwaltungsgericht entscheidet jawohl, die Zuverlässigkeit ist ihm nicht abzuerkennen. Er hat nicht grob unzuverlässig gehandelt, sondern er hat es halt nicht besser gewusst und er hat ja Vorkehrungen getroffen, er hat die Schlüssel vernünftig weggeschlossen. Ja, also er hat sie behalten, aber es gab dabei eben auch Gründe zu lesen. Und die habe ich so hier. Es ist, glaube ich, im Moment erstmal nur eine Pressemitteilung. Es ist noch nicht das vollständige Urteil. Ja, und zu diesen Gründen ist einiges zu sagen. Allerdings hat der Kläger in der Vergangenheit objektiv gegen die gesetzlichen Anforderungen an eine sorgfältige Aufbewahrung von Waffen und Munition verstoßen. Denn die Schlüssel zu einem Waffenschrank sind in einem Behältnis aufzubewahren, das seinerseits den gesetzlichen Sicherheitsstandards an die Aufbewahrung der im Waffenschrank befindlichen Waffen und Munition entspricht. Dem genügte der Kläger nicht durch die Benutzung dieses B-Schrankes. Dieser objektive Sorgfaltsverstoß rechtfertigt aber in diesem Fall die Unzuverlässigkeit nicht. Und die Gründe sind einfach die, die das Gericht aufführt. Es gibt noch keine richtige rechtliche Regelung, obwohl das eigentlich relativ klar ist. Außerdem würde auch noch ein Gerichtsurteil fehlen, an dem sich der Kläger vielleicht orientieren könnte. Und als juristischer Laie muss ihm das nicht unbedingt klar gewesen sein. Kleine Anmerkung. Jetzt gibt es dieses Urteil, ein obergerichtliches Urteil, das rechtskräftig ist und dem diese Gründe drinstehen. Das heißt, das ist etwas, was jetzt jede Polizeibehörde anwenden wird in Zukunft bei der Kontrolle und auch in dem Fall, dass irgendwann Schlüssel mal abhanden kommen sind. Denn auch das ist hier. Natürlich, konkrete gesetzliche Vorgaben, wie der Schlüssel zu einem solchen Behältnis aufzubewahren sind, fehlen jedoch, obwohl es lebensfremd ist, dass ein Waffenbesitzer stets die tatsächliche Gewalt über die Schlüssel ausüben kann.
Das scheint aber die Anforderung zu sein. Der Waffenbesitzer muss stets die tatsächliche Gewalt über die Schüssel ausüben können. Und wenn er das nicht tut, dann muss er sie bitte schön so lagern, dass es den Vorschriften entspricht. Ich wünsche viel Vergnügen bei der Überlegung, in Zukunft also der Waffenbehörde bei einer Kontrolle zu sagen, oh, ich habe den Schlüssel so gut versteckt, den findet keiner. Seitdem ist auch bei uns eine ganze Menge los. Man kann schon sagen, dass das Geschäft außerordentlich befördert, weil den Leuten wird schon allmählich klar, dass sie ihre Waffenbesitzkarte gefährden. Wenn irgendwas mit dem Schlüssel ist, ist dem WBK weg. Das Versteck kann noch so toll gewesen sein, wenn der Schlüssel gefunden wird und der Tresor aufgeschlossen wird, ist die WBK weg, auf jeden Fall. War sie auch schon vorher gefährdet zumindest. Aber jetzt ist es auf jeden Fall völlig klar, es gibt nämlich jetzt eine klare rechtliche Regelung. Wenn nicht ein Gesetz, dann doch so ein rechtskräftiges obergerichtliches Urteil. Ja, was ist zu tun? Was kann man denn machen? Zunächst mal. Viel verkaufen wir sowas jetzt hier im Augenblick. Das ist so ein kleiner Schrank, Sicherheitsstufe 0, so klein wie es geht, mit einem Zahlenschloss. Zack, trägt das Prüfsiegel, alle sind zufrieden, rein mit den Schlüsseln und die Sache ist erledigt. Das ist die eine Lösung. Die andere Lösung ist einfach die, man kann auf den Tresoren neue Schlösser montieren. Man kann häufig die Schlüsselschlösser gegen Elektronikschlösser austauschen. Auch das geht. Bei den alten Schränken ist es auch gar kein so ganz großes Problem. Bei Wertschutzschränken müsste man zumindest Rücksprache mit den Herstellern halten oder Firmen beauftragen, die also entsprechend zertifiziert sind. Man kann in der Regel die Schlösser austauschen. Aber es einfach so zu belassen, wie es jetzt ist, ist, glaube ich, eher fahrlässig. Das mag noch in den nächsten Monaten ein bisschen so sein, aber in absehbarer Zeit ist das Stand der Dinge. Niemand wird der Polizei klar machen, dass er die tatsächliche Herrschaft über die Schlüssel ausübt, wenn er nicht einen entsprechenden Behälter hat. So, das ist also meine Auslegung dieses Urteils. Ich glaube, sie ist auch dadurch gedeckt. Man kann sich das jederzeit runterladen. Natürlich einmal eingeben, OVG Münster, Waffenunterbringung, schon hat man das Urteil, dann liest sich das durch. Es ist relativ klar. Man wird in dem Augenblick, wenn man nur Schlüssel hat und sie bisher irgendwo versteckt hat oder in irgendeinem unzureichenden Behältnis untergebracht hat, und da habe ich schon viel gesehen, was hanebüchen ist. Jemand kauft sich für 35 Euro irgendwo im Baumarkt irgend so eine Blechbüchse und denkt, dann hat er die Schlüssel richtig gelagert. Dem ist nicht so. Ganz schnell ist die WBK weg. Ich wünsche noch einen schönen Tag.